Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fahrzeugfunktionen einfach erklärt. In diesem Video soll es um das Thema Assistenzsysteme und deren grundsätzliche Einstellungen gehen. Als erstes aber die Frage, wie finde ich denn das Menü, um die Assistenzsysteme einzustellen? Auch hier gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, wie immer, besteht über das Menü-Grid dort drauf zuzugreifen. Das Thema Assistenzsysteme befindet sich hier unten. Es steht unter Assistenten und ich sehe oben das Fahrzeug mit diesem Kreissymbol. Eine weitere Möglichkeit besteht über die Tasten hier unterhalb des Bedienteils. Auch hier finden wir wieder das Symbol mit dem Fahrzeug und dem Kreis und darunter die Beschriftung Assist. Auch darüber kann ich in das Menü einsteigen. Wir machen das jetzt einfach mal, betätigen die Taste und sehen, dass das Thema Assistenzsysteme im Golf 8 erstmal auf den ersten Blick ganz anders aussieht als im Golf 7. Im Golf 7 war das eine Listenansicht und ich konnte dort verschiedenste Funktionen einstellen. Im Golf 8 ist man dazu übergegangen, das Ganze grafisch darzustellen. Das heißt, ich habe hier eine virtuelle Fahrspur abgebildet, sehe mein eigenes Fahrzeug, das ist der hellgraue Golf an dieser Stelle, und sehe drumherum angeordnet die verschiedenen Assistenzsysteme, die ich einstellen kann. All das, was blau markiert ist, kann ich anklicken. Ein paar Funktionen sind ausgegraut, weil sie momentan noch nicht aktiviert sind. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Das hier ist ein Fahrzeug, weil es nicht eine allzu hohe Ausstattung hat. Das heißt, Assistenzfunktionen wie ACC sind hier nicht einstellbar. Das Ganze funktioniert aber auf die gleiche Art und Weise, wie ich es euch jetzt zeige. Jeder Golf, egal ob es die kleinste oder die größte Ausstattung hat, verfügt zum Beispiel um das Thema Lane Assist. Lane Assist, das ist ja der Spurhalteassistent und der Spurverlassenswarner. Das Ganze wird hier über die Button, die als Fahrspur angeordnet sind, aufgerufen. Wir klicken da einmal rein. Dann kann ich auf dieser Ebene erstmal grundsätzlich das Assistenzsystem, was ich mir aufgerufen habe, einstellen. Beim Lane Assist kann ich sagen, dass er aktiviert oder deaktiviert sein soll. Und ich kann sagen, in diesem Fall, wie er reagieren soll. Wenn ich quasi die Linie überfahre, dann gibt es einmal eine grafische Darstellung im Kombi-Instrument. Ich kann aber auch gleichzeitig einstellen, dass er mich über eine Lenkradvibration warnen soll. Wie mache ich das Ganze? Habt ihr gerade schon gesehen. Ich tippe einfach auf den Button und er aktiviert ist. Dieses Fenster gibt es für alle Assistenzsysteme, die im Fahrzeug verbaut sind. Ich habe in jedem Fenster oben rechts diesen E-Button für Informationen und bekomme da nochmal einen kurzen Text, der mir erklärt, was das Assistenzsystem genau macht. Neben dem Lane Assist verfügt das Fahrzeug auch über eine Verkehrszeichenerkennung. Das ist hier über das Verkehrszeichen dargestellt. Wenn ich dort draufklicke, erscheint auch dafür das Einstellmenü. Was kann ich machen? Ich kann bei der Verkehrszeichenerkennung grundsätzlich erstmal sagen, ob ich eine Geschwindigkeitswarnung haben möchte oder nicht. Wenn ich diese haben möchte, dann kann die einmal grafisch erfolgen. Das heißt, ich stelle dort auf Anzeige und bekomme dann im Kombi-Instrument das erkannte Verkehrszeichen mit einem Ausrufezeichen dargestellt. Wenn mir das nicht ausreicht, dann kann ich auch sagen Anzeige und Ton. Auch dann bekomme ich, wenn ich quasi die Geschwindigkeit, die momentan erkannt wurde, überschritten habe, ein Verkehrszeichen mit einem Ausrufezeichen und einen Warnton noch zusätzlich angezeigt. Ich kann des Weiteren sagen, bei welcher Geschwindigkeitsüberschreitung er mich warnen soll. Wenn ich ganz akkurat fahren möchte, dann stelle ich das Ganze auf 0 km/h und er warnt mich sofort, wenn ich die erlaubte Geschwindigkeit überschritten habe. Ich kann aber auch eine Schwelle von 5 km/h einstellen oder von 10 km/h. Dann verfügt das Fahrzeug hier auch über ein Front Assist. Das ist das System, was hier vorne dargestellt ist. Auch dieses System finde ich quasi in jedem Fahrzeug, egal ob es eine minimale Ausstattungslinie oder die höchste Ausstattungslinie ist. Front Assist ist grundsätzlich beim Fahrzeugstart immer eingeschaltet. Und ich habe die Möglichkeit, das Ganze ein- und auszuschalten. Werde hier auch nochmal dementsprechend gewarnt, weil das System mir quasi hilft oder mich unterstützt, wenn ein Unfall bevorsteht, das Fahrzeug zusätzlich abzubremsen. Wenn ich das ganze System aktiviert habe, dann kann ich einstellen, ob die Vorwarnung früh, mittel oder spät erscheinen soll oder erfolgen soll. Und ich kann mich auch entscheiden, ob ich eine Abstandswarnung im Kombi-Instrument angezeigt bekommen möchte. Abstandswarnung ist diese, dort sind zwei kleine Fahrzeuge mit einem Pfeil dazwischen dargestellt, der mich dann immer dementsprechend warnt und sagt, eigentlich fährst du gerade zu dicht auf den Vordermann auf.
Das dritte System, was es hier im Fahrzeug gibt, nein, das vierte System ist die Müdigkeitserkennung. Auch die kann ich aktivieren und deaktivieren. Viel mehr passiert ja nicht. Was macht die Müdigkeitserkennung? Die erkennt quasi anhand meiner Fahrtätigkeit, meiner Lenkbewegung und weiterer Parameter, ob ich einen müden Eindruck mache. Und wenn das so ist, dann erscheint eine Warnmeldung bzw. eine Aufforderung im Kombi-Instrument, doch einmal eine Pause zu machen. Jetzt seht ihr an der Stelle, das sind relativ viele Funktionen und wie gesagt, das ist noch nicht mal die höchste Ausstattung, die in diesem 3D-Modell zusammengefasst sind. Das funktioniert im Stand ganz gut. Ja, ich muss gerade auch nicht fahren und kann mich ganz doll darauf konzentrieren, die einzelnen Funktionen auszuwählen. Aber ob das während der Fahrt so funktioniert, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Deshalb gibt es die Möglichkeit, über den Button hier oben rechts auch auf die altbekannte Liste zu wechseln. Muss jeder für sich entscheiden, welche Ansicht für ihn besser geeignet ist. In der Liste kann ich dann wie gewohnt auch durchscrollen, kann in die Funktion reingehen und bekomme genau die gleichen Funktionen dargestellt, wie ich es vorhin in der 3D-Grafik hatte. Wenn ich aus diesem Menü raus möchte, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich drücke dieses Schließkreuz oder ich kann auch einfach hier unten wieder diesen Assist-Button drücken und das Ganze wird wieder beendet. Zu den Assistenzsystemen gibt es auch weitere Einstellmöglichkeiten, die man über das Kombi-Instrument machen kann. Das ganze Thema Kombi-Instrument und die Bedienmöglichkeiten auch der Assistenzsysteme würde ich in einem späteren Video vorstellen. Vielen Dank an der Stelle erstmal fürs Zuhören und Zuschauen. Wenn ihr das Video gut fand, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, beziehungsweise über ein Abo des Kanals. Vielen Dank dafür.